deshalb habe ich halt... Was haben Sie nur getan? Es ist eine Art schlummernder Virus. Mist! Ganz ruhig, ich hol Sie da raus. Sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Pist! Sie waren im Animus. Animus, ja? Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake Hormack Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, superlebendiger Überflieger? Hier, Ihr Kommunikator. Für den Notfall. Und jetzt raus hier. Kommen Sie. Beeilung. Dieses Chaos What? Ist allein Ihre Schuld, falls Sie sich das fragen. Was ist denn jetzt los? Es wird schon alles gut gehen. Die Frau kenne ich noch. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shay Cormack war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein, isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben's gehört. Bien. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzeberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Wir, Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld, aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud. Er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Melanie, ja? Die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Agent da Costa, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormack der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Gut, gut. Far Cry. Haben die hier noch? Na? Zeig mal, was ihr hier noch so Schönes habt. Da ist, komm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Da ist auf jeden Fall, Assassin's Creed 3. Und die Tasche. Kommen Sie, Strohkopf. Ja. Wette, wir müssen da rein, weil das eine Level 3 Zugangskarte ist. Und die kommen wir erst im Nachhinein dran. Assassin's Creed Mundus. The Fall. Haben die hier etwa alle Assassin's Creed Bücher reingebaut oder was? Warte. Ja, das da ist Connor. Und sonst... Es ist Splinter Cell da. Ghost Recon war das, was ich gerade gesehen habe. Die besser ausgebildet sind. Und Splinter Cell. Genau. Da. Cool, was die alles drin haben. Findet ihr eigentlich nicht auch, dass solche Firmenblätter total scheiße sind? Ich drehe die immer um, um darauf zu schreiben, weil das ja so viel Platz verbraucht einfach. Das ist richtig schlimm. So. Sehen Sie ein blinkendes Wireless-Signal? Gut, das heißt, Sie kommen noch ins System. Na los, patchen Sie mich in Ihren... Sobald der Server da ist, verbinde ich Ihre Animus Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel.
Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Gut gemacht. Dieser Kern war nicht komplex. Aber das Rebooten der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen Altair ibn La'ahad einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel: Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Aha, die versuchen also Assassinen umzudrehen. Die Assassinen. Nein! Wollte ich nicht. Ich will zurück. Ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Jetzt, da die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie, nun, behilflich sein wollen. Und Sie könnten noch ein paar digitale Goodies finden, wenn Sie, nun, wenn Ihnen danach ist. Aber natürlich ist mir danach. Hey, ein Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Nun, da Shays Erinnerungen freigeschaltet sind, stehen wir kurz vor einer großen Entdeckung. Ich weiß, Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe oder zu mir. Vorerst verrate ich nur, dass Shays Geschichte die Antwort birgt. Shay wird Sie zu einem tieferen Verständnis führen. Aha. So. Und ne. Boah. Warte mal, das müssen wir. Okay. Zack. Und jetzt. Jo. Gut, das ist schon schwieriger. Aber ey, das ist geil. Infolge der großen Reinigung von 2000 wurde William Miles de facto Anführer der Assassinen. Ein listiger, skrupelloser Stratege. Er hat viele Agenten ausgebildet, die Abstergo infiltriert haben. Unter anderem Clay Kaczmarek und Lucy Stillman. Ende 2012 habe ich William Miles in Kairo geschnappt und an Warren Wittig in Rom übergeben. Miles' Sohn Desmond griff Abstergo an, tötete Wittig und Meistertempler Daniel Cross. Er floh in einen Tempel der ersten Zivilisation in New York. Am 21. Dezember wurde Desmond Miles in einem Vorläuferbauwerk ermordet. Ein trauernder William Miles ging in den Untergrund und überließ die Bruderschaft Gavin Banks. Banks führte ein kleines Team in der ganzen Welt und versuchte, Assassinenzellen aufzubauen. Er wurde in Kyoto, Moskau und Paris gesichtet. Miles tauchte Ende 2013 wieder auf und wir wissen, dass er an der Infiltration von Abstergo Entertainment Montreal
durch die Assassinen Sean Hastings und Rebecca Crane beteiligt war. Sowohl Miles als auch Banks sind verschwunden. Agentin Da Costa hat den Akashic-Satelliten Plexus angewiesen, den Planeten nach Assassinenaktivitäten abzutasten. Wir müssen sie nur noch finden. Endlich mal wieder geile Nebenstories. In Unity war das ja leider nicht so. Aber hey. Nein. Ja. Guter Fund. Ich an Ihrer Stelle würde nach pikanten Details suchen. Aber ich bin eine schreckliche Person. Achso, das hier ist ja noch der Serverraum. Gut, dann, Der ist nicht offen. Wunderschön. Warte mal. War die Frau, die nicht gerade mir geholfen hat, auch die Frau, die Bischof in Unity war? Naja, egal. Zack. Das war relativ einfach. Hatham Canway bleibt für mich die kontroverseste Figur. Ich hege großen Respekt für ihn. Immerhin war er der Großmeister des Kolonialritus mit dem Auftrag, eine Vorläuferstätte zu finden. Hatham war gerissen und skrupellos. Aber er zeigte eine gewisse emotionale Schwäche, die zu seinem Fall führte. Er verlor als Kind seinen Vater und der englische Großmeister, Reginald Birch, erzog ihn zum Tempelritter. Hatham erfuhr schließlich, dass sein Vater Edward ein Assassine war, dass er beschloss, Templer zu bleiben, statt in seines Vaters Fußstapfen zu treten, beweist mir, dass er glaubte, schon auf dem rechten Pfad zu sein. Als Hatham entdeckte, dass Birch einer der Mörder seines Vaters war, töteten er und seine Schwester ihn aus Rache. Ich glaube, das war der Anfang von seinem Ende. Templer töten aus Nutzen, nicht aus Gefühlen. Als er entdeckte, dass sein Sohn Connor Assassine war und gegen ihn arbeitete, stoppte dieselbe emotionale Schwäche seine Klinge. Ein trauriger Connor erwies ihm nicht dieselbe Gnade. Okay. So langsam komme ich durcheinander. Aber, ja, Hatham Canway haben wir ja gespielt in Black Flag. Und, der hat dann, wie war das nochmal? Der wurde von Connor getötet. Im alten. Oh, wie geil. Hier ist diese Melis. Da ist, Connor. Nenne ich Connor, verdammt nochmal. Aus Black Flag. Das ist der Typ aus, auch aus Black Flag. Ja, Assassin's Creed Liberty ist das. Boah, hier gibt's so viel zu finden, was man einfach nur so sieht. Das ist mein Arbeitsplatz. Ah, guck mal, was wir hier noch haben. Zack. Nein, das ist schon richtig. Ich muss jetzt nur auf den anderen Ring gehen. Oh. Oder so. Hi Boss, sind Sie in Deutschland? Ja, ich bin in Essen und suche nach einem Artefakt namens Ankh von Isis. Können Sie mir dazu etwas sagen?
Geben Sie mir eine Minute, um meine Maschinen anzuwerfen. Okay, nicht viel. Es gibt eine obskure Datei vom Datenmüllscanner, der es erwähnt. Vermutlich im 14. Jahrhundert bekämpfte in Deutschland ein Assassine namens Lukas Zurbruck einen Templerableger namens die Brüder des Kreuzes. Wie originell. Das ist die Datei, die mich zu diesem öden Scheißhaufen geführt hat. Sonst noch was? Etwas außerhalb der offiziellen Abstergo-Aufzeichnungen? Keiner hat das Ding je gesehen. Es gibt jede Menge Legenden über seine Geschichte. Aus dem römischen Gallien, dem mittelalterlichen Ägypten und selbst von einer Zelle heutiger Assassinen. Oh, und offenbar erweckt es die Toten. Gibt es Beweise, die das stützen? Keine. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, das ist Bullshit, den die Assassinen verbreiten, damit Leute wie wir wertvolle Zeit damit verlieren. Das riecht nach Falle. Zugegeben. Achten Sie auf neue Informationen in Sachen Ankh. Auch wenn sie nicht zu einem Artefakt führen, können wir die Daten vielleicht zu einem Assassinen zurückverfolgen. Alles klar, Boss. Wohin geht es jetzt? Kuba. Ich werde das Observatorium ausgraben. Das Observatorium, das aus Black Flag ist. Ne, da wollte ich noch nicht dran. Ich habe noch irgendwo hier, habe ich einen vergessen. Ich weiß noch nicht wo. Verdammt, gab hier irgendwo noch was, was ich übersehen habe. Soweit ich das gesehen habe. Ja. Es hat auf jeden Fall, also das Spiel hat auf jeden Fall keine Kantenglättung drin. Ne? Was ich ziemlich schade finde. So. Ja. Gut. Ja gut, dann gehen wir zurück zu unserem Arbeitsplatz.